Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Bitte entschuldigt mein Aussehen. Wir waren heute schwimmen im Fluss und ja, Eisschwimmen und danach war ich warm baden und ich bin noch nicht dazu gekommen, mich zu kämmen, weil ich jetzt auch echt extrem müde bin. Aber ich wollte euch trotzdem mal meine Weihnachtsgeschenke zeigen, die ich bekommen habe. Und ich würde sagen, dann fangen wir gleich mal an. Sagen, wir fangen mal mit meinem Nikolausgeschenk an. Und zwar habe ich da wie jedes Jahr ein Päckchen von meinem Vater bekommen. Und dann hat er mir ein Tablet geschickt. Das ist sein altes Tablet, er hat jetzt ein neues bekommen. Normalerweise kriege ich sowas nicht zu Nikolaus, aber ich bekomme halt öfter mal seine alten Geräte, die auch noch gut in Schuss sind. Da ist halt wirklich noch nichts dran und er behandelt seine Geräte echt gut. Und jetzt habe ich ein größeres Tablet bekommen. Ich hatte ja vorher schon eins, das war so groß ungefähr. Das hier so groß ungefähr. Und jetzt habe ich ein größeres, worauf ich halt auch viel besser Spiele spielen kann, weil ich das auf dem Handy nicht so gerne mache. Wegen Speicherplatz und sowas halt, weil ich das halt momentan auch noch für YouTube benutze. Genau, dann geht es mal weiter. Und zwar habe ich von meiner Oma zu Weihnachten, das war jetzt das einzige Nikolausgeschenk, jetzt kommen die Weihnachtsgeschenke. Von meiner Oma habe ich zu Weihnachten dieses Showergel hier bekommen. Diese Lotion. Und dieses Parfüm hier. Ich habe noch nichts davon ausprobiert, weil ja gut, ne, nach Weihnachten, ich war halt. Am ersten Weihnachtsfeiertag war mein Freund bei mir und am zweiten ich bei ihm. Ich konnte, hatte jetzt noch keine Möglichkeit, das auszuprobieren. Aber das werde ich auf jeden Fall demnächst machen, weil es sieht halt auch saumäßig hochwertig aus. Und ich bin sehr gespannt, wie das alles duftet. Dann machen wir weiter mit dem Geschenk von meinem Bruder. Er hat mir ein Faultier geschenkt. Und das ist richtig cool, weil ihr könnt es hier aufmachen. Und dann um euren Hals hängen. Das ist so cool. Ich liebe dieses Kuscheltier. Wir waren zusammen Weihnachtsgeschenke kaufen und dann hat er das Faultier gesehen und ich meinte so, boah, das ist ja voll süß, ne? Und er so, okay, dann dreh dich mal um und ich besorge dir was anderes. Und ich hatte schon so eine kleine Vermutung, dass ich dann doch das Faultier bekomme. Und das ist richtig, richtig süß und da habe ich mich auch mega drüber gefreut. Von meinen Eltern habe ich, also von meinem Stiefvater, meiner Mutter, habe ich 100 € bekommen jetzt zu Weihnachten. Da stecke ich ja auch alles dann in das neue Gehege rein. Und dann habe ich natürlich auch noch was von meinem Freund bekommen. Und zwar habe ich von ihm den Lego Hedwig bekommen. Oh, ich habe mich so drüber gefreut, weil den habe ich mir so sehr gewünscht. Ich wollte mir den eigentlich von meiner Mutter wünschen und halt sagen, gut, dann gib mir halt das und dann halt den Rest in Bargeld. Und dann habe ich mich doch dagegen entschieden, weil ich ja jetzt doch ein Projekt habe, das mehrere 100 € fressen wird. Und deshalb habe ich ihn nicht von meinen Eltern bekommen. Aber mein Freund hat zugehört, als ich gesagt habe, dass ich mir den von meinen Eltern wünschen wollte. Und hat ihn mir dann besorgt. Und den habe ich natürlich dann auch gleich aufgebaut, als er da war. Und der ist jetzt auch schon fertig. Und ich zeige ihn euch mal. Das ist er. Und er ist so toll, weil ihr könnt, vielleicht könnt ihr sehen. Das ist so cool. Ich liebe ihn. Der wird einen richtigen Ehrenplatz bekommen in meinem neuen Zimmer. Weil der ist halt echt so. Er ist so cool. Vorne steht noch Hedwig drauf. Die Aufkleber hat er mir drauf gemacht, weil ich da nicht so geschickt drin bin. Aber er ist so toll. Ich liebe ihn. Und da ist mir der kleine Hedwig schon wieder abgefallen. Stecke ich mal nochmal drauf. Und dann habe ich auch nur noch eine Sache bekommen. Was heißt nur noch? Also das, was ich hier bekommen habe. Ich habe mich echt über jedes einzelne gefreut. Und dafür, dass wir dieses Weihnachten eigentlich überhaupt keine Geschenke schenken wollten wegen Corona und so weiter, ist es doch recht viel geworden. Und zwar habe ich von meinem Vater dann noch neues YouTube-Equipment bekommen. Und zwar eine neue Kamera in Full HD. Und die zeige ich euch mal. Das hier ist die Kamera.
halt so eine normale Videokamera. So eine ähnliche hatte ich auch schon mal, aber die war nicht in Full HD. Ich weiß nicht mal, ob die überhaupt HD hatte. Das ist schon ein bisschen her. Und das Coole kommt jetzt. Und zwar hätte ich ja nicht YouTube-Equipment gesagt, wenn es nur eine normale Digitalkamera wäre, sondern dazu ist auch noch das passende Mikrofon. Und das ist so richtig cool. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Ich habe noch eine kleine Speicherkarte hier liegen, wo ich das dann mal ausprobieren werde, wie der Ton und so weiter ist. Aber ich finde, das sieht schon sehr vielversprechend aus. Und zwar hat man dann hier oben das Mikrofon drauf. Und das kommt dann hier hinten, wird es angeschlossen mit diesem Kabel hier, wird das hinten in der Kamera angeschlossen. Das mache ich mal gerade, wenn ich das Loch finde. So. Dann ist sie angeschlossen. Und dann sollte man eigentlich einen richtig guten Ton haben. Und ich habe schon geguckt, das Bild ist echt gut. Und das da wird dann meine neue YouTube-Kamera. Ich werde sie dann die Tage mal ausprobieren. Ich habe jetzt nur eine 8 GB Speicherkarte, da kann man jetzt noch nicht so viel mitmachen. Aber ich werde mir dann eine größere Speicherkarte besorgen. Und dann habt ihr Videos in besserer Qualität und mir macht das Filmen dann natürlich auch nochmal viel mehr Spaß, wenn ich eine richtige Kamera habe, mit der ich filmen kann. Mein Handy hat jetzt nicht die schlechteste Qualität, so ist es jetzt nicht. Aber mit einer Kamera und einem Mikrofon dazu ist es halt doch nochmal angenehmer und besser, auch für mich zum Filmen und für euch natürlich auch zum Anschauen. Genau, das waren dann meine Weihnachtsgeschenke. Ich hoffe, euch hat das etwas, ja, so kurz ist es gar nicht geworden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.